Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass ich hier oben stehe und Ihnen etwas erzählen kann über Kunst am Bau. Ich will das Thema ein bisschen sozusagen arrondieren und vor allen Dingen Perspektiven aufzeigen. Das heißt, ich fange mal ganz von vorne an. Kunst am Bau war immer schon Teil der lebensweltlichen Gestaltung, wenn Sie so wollen. Wir können da zurückgehen auf die Höhlenmalerei vor 40.000 Jahren oder die Reliefwände in ägyptischen Pyramiden. Die Menschen gestalteten ihre Räume innen und außen seit jeher. So hatten die Säulen in der Antike nicht nur die Funktion, das Gebälk zu tragen, sie wurden mit gegliederten Basen, mit Kanneluren, Kapitellen auch versehen. Oder nehmen wir die römischen Villen mit ihren Mosaiken oder die mittelalterlichen Kirchen mit ihren Bauplastiken. Das Bedürfnis zu repräsentieren ist den öffentlichen Gebäuden eingeschrieben. Waren die Auftraggeber im Mittelalter die Kirche und der Adel, einflussreiche Händlerfamilien, später auch Großbauern und Bürgerliche, so übertrug sich diese Aufgabe mit der modernen Staatenbildung auf den Staat. Ich würde gerne anfangen sozusagen mit einer Definition von Kunst am Bau, wie sie heute gilt, allerdings so von staatlicher Seite formuliert, genauer gesagt vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Also, da heißt es: Bei Kunst am Bau geht es um eine Kunst, die im Zusammenhang mit öffentlichen Baumaßnahmen entwickelt wird und die einen engen Bezug zur Architektur, zum Ort, zur Funktion und zur nutzenden Institution aufweist. Sie wird aus dem Bautitel finanziert und sie kann vor, am oder im Gebäude angebracht sein und mobil oder fest mit dem Ort verbunden sein. Grundsätzlich sind als Kunst am Bau sämtliche künstlerische Ausdrucksformen möglich. Gleichwohl ist eine dauerhafte Präsenz erwünscht. Darüber hinaus wird erwartet, dass sie für den jeweiligen Kontext neu entwickelt wird und sich als eigenständiger Beitrag zur Bauaufgabe durch künstlerische Qualität und Aussagekraft auszeichnet. Darüber wollen wir reden. Zunächst möchte ich aber gerne noch ein bisschen in der Geschichte bleiben, weil das ist ganz interessant, wenn man sich das vor Augen führt, weil das nach wie vor sozusagen der Kunst am Bau im Nacken steckt. In Deutschland gibt es tatsächlich so etwas wie die Stunde Null für die Kunst am Bau. Sie liegt ziemlich genau 100 Jahre zurück in den Anfängen der Weimarer Republik. Mit der Weimarer Verfassung von 1919 verordnete sich erstmals ein demokratisch verfasster Staat der Kunst Freiheit und Schutz zu gewähren und sich um die Pflege zu kümmern. Ein Grund war die Not der Künstler. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war die wirtschaftliche Situation von ihnen desolat. Der Reichswirtschaftsverband Bildender Künstler verlangte deshalb vom jungen Staat, er möge doch bitte den Artikel 142 der Weimarer Reichsverfassung ernst nehmen. Darin heißt es: Kunst und Wissenschaft und Lehre sind frei, der Staat gewährt ihnen Schutz und nimmt an ihrer Pflege teil. Für den Reichswirtschaftsverband war die Beteiligung von Künstlern an Bauprogrammen der Reichs- und Länderregionen da die angemessene Maßnahme. 9 Jahre später, 1928, gab der preußische Minister des Inneren offiziell den Erlass heraus, nachdem bildende Künstler bei der Errichtung und Ausstattung staatlicher und kommunaler Bauten mehr als bisher unter besonderer Berücksichtigung der beschäftigungslosen und in Not geratenen bildenden Künstler Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten zu schaffen haben. Wir kommen ein bisschen weiter. Unter den Nationalsozialisten wurde der preußische Kunst am Bauerlass, der wirklich fortschrittlich war, beibehalten und 1934 sogar auf Baumaßnahmen der Reichsbahn erweitert. Nun hieß es, dass, Zitat, bei allen Hochbauten des Reiches, der Gemeinden, der Körperschaften des öffentlichen Rechts und der Körperschaften, bei denen Reich, Länder oder Gemeinden die Aktienmehrheit oder die Mehrheit der Geschäftsanteile besitzen, grundsätzlich ein angemessener Prozentsatz der Bausumme für die Erteilung von Aufträgen an Künstler und Kunsthandwerker aufgewendet werden müssen. Beauftragt wurden natürlich nur Künstler, die im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie arbeiteten, versteht sich. Die Gestaltung des öffentlichen Raumes, ob in Gebäuden oder auf Plätzen, wurde rigoros als ganzheitliches begriffen und einer bestimmten Ästhetik der nationalsozialistischen untergeordnet. Gleichwohl wurde nur, wie wir dann feststellen können, im bescheidenen Umfang Kunst am Bau realisiert. Das, was man heute noch da und dort an Kasernenbauten, SS-Ordensbogen, Reichstagsparteigeländen, dem Reichstagsparteigelände oder im Olympiastadion in Berlin noch sehen kann. So, und jetzt kommen wir doch mal in die Bundesrepublik. Am Ende des Zweiten Weltkrieges entschloss sich die Bundesrepublik, bei allen Bundesbauten einen festen prozentualen Anteil der Bausumme für Kunst am Bau einzusetzen. Darin spielten beide Motive eine Rolle. Die Unterstützung der Künstler im zerrütteten Nachkriegsdeutschland und die moralisch-ideologische Vision.
Die Kunst sollte ein Beitrag sein zur Bildung eines kritischen, freien Bürgers. 1950 beschloss der Bundestag, dass bei allen Bauaufträgen des Bundes grundsätzlich ein Betrag von mindestens 1% der Bausumme für Werke bildender Künstler vorzusehen sei. Später wurde die Summe auf 2% gesteigert. Jetzt das erste Bild. Das vermutlich erste Werk, jawohl, das im Rahmen eines vom Bund ausgelobten Wettbewerbs entstand, war programmatisch das Wandrelief eines aufsteigenden Phönix aus dem Jahr 1953 am Eingang des alten Bundestages, einer Erweiterung des Bundeshauses in Bonn. Es ist ein Werk von Hans Schulz-Altattenbach. Welch pädagogischer Anspruch dahinter steckte, lässt sich auch an dem Zitat, das ich gerne auch noch vortragen möchte, im historischen Bundestagsausschuss für Kulturpolitik herauslesen, der damals den Weg dafür ebnete, dass das in die deutsche Gesetzgebung kam. Darin heißt es: Kunst gehört ins Volk, Kunst gehört dahin, wo Menschen zusammenkommen. Es ist außerordentlich wichtig, wenn an Straßenecken und Brücken, wo tagtäglich tausende Menschen vorübergehen, Kunstwerke hohen Ranges aufgestellt sind und sie zum Erlebnis einer heranwachsenden Generation gemacht werden. Diese Vorgeschichte der Kunst am Bau steckt ihr bis heute in den Knochen. Noch immer gilt sie als Broterwerb und Staatsauftrag. Das macht sie für viele zweifelhaft. Schließlich ist es eigentlich das Image des Künstlers, seit er sich von seinen alten Auftraggebern König und Kirche abgekoppelt hat, dass er unabhängig sei, ein Freigeist. Wie ungerecht dieses Image ist, dass Kunst am Bau weit mehr als Konsenskunst und dekorative Dreingabe ist, möchte ich Ihnen gerne im Weiteren darlegen. Doch machen wir noch ein ganz klein bisschen weiter, um zu erklären, woher die heutige Skepsis immer noch kommt. Die frühen Jahre der Kunst am Bau standen unter dem Motto: keine Experimente. Man hielt sich an lyrische Abstraktionen, wollte bei der baukünstlerischen Ausstattung, vor allem der deutschen Auslandsvertretung, eher das harmlose Bild eines neuen deutschen Geistes abgeben. Typisch waren farbenprächtiger Fassadenschmuck mit Mosaiken, Bronzereliefs oder dekorativer Brunnendekor. Ich würde Ihnen gerne zwei Beispiele zeigen. Das nächste Bild bitte. Wir sehen hier eine Arbeit von Hetje Lückert-Frese von 1960 für einen Mehrzwecksaal in der Residenz der Deutschen Botschaft in Tokio. Man kann alles daran sehen. Das zweite Beispiel, das hier ist eine Fassadengestaltung von 1957 von Hans Wimmer am ersten Ministeriumsneubau am Rheinufer in Bonn, damals Post- und Fernmeldeministerium, heute der Bundesrechnungshof. Wir sehen eine Fassade, an der die 5 Erdteile durch Stier, Adler, Elefant, Löwe und Känguru dargestellt sind. Harmlos. So. Mit den 60er Jahren kam und dem aufkommenden Ruf nach Kultur für alle erweiterte sich das Spektrum und wurde die Kunst am Bau ebenfalls experimenteller. Durch die vergrößerten Bauvolumina gewann sie auch unter wirtschaftlichen Aspekten an Relevanz. Eine neue Künstlergeneration drängte sich in dieses durchaus lukrative Arbeitsfeld und forderte zugleich, früher in die Planung einbezogen zu werden, damit Kunst am Bau nicht nur eine Brosche sei. Plötzlich gab es auch kinetische Plastiken und Installationen. Ich will Ihnen einen ganz kleinen Ausblick auch noch auf die Kunst am Bau in der DDR geben, die auch sehr interessant ist. Es passierte nämlich dort durchaus parallel, wenn auch unter politischen anderen Zielvorgaben. Die Förderung der Kultur durch Staatsaufträge an Künstler, auch für baubezogene Kunst, insbesondere in der Aufbau- und Etablierungsphase der DDR, war eben ein elementarer Bestandteil der sozialistischen Kulturpolitik. Die Kunst bekam politisch und gesellschaftlich eben eine hohe Bedeutung als Bildungsauftrag. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, und zwar von Max Lingner, das Sie hier vielleicht in Berlin kennen. Das ist ein Keramikbild von 1953, riesig lang, am heutigen Finanzministerium. Zu DDR-Zeiten war es das Haus der Ministerien, davor in der NS-Zeit das Reichsluftfahrtministerium. Dieses Keramikbild trägt den langen, bezeichnenden Titel: Die Bedeutung des Friedens für die kulturelle Entwicklung der Menschheit und die Notwendigkeit des kämpferischen Einsatzes für ihn. Gut, die erste relevante Verordnung, die für Neubauten und Wiederaufbaumaßnahmen eine prozentuale Widmung verspricht, datiert in der DDR wie in der BRD in das Jahr 1950. 2 Jahre später wurde für die gesamte DDR eine Anordnung erlassen, die sogar 2% für alle Verwaltungs-, Kultur- und Sozialbauten vorsah. Sie mussten allerdings im Geist des sozialistischen Realismus sein. Das Ergebnis war dennoch keine uniforme Gestaltung. Thomas Topfstedt, ein Experte für ostdeutsche Architektur, hält es für eine grobe Vereinfachung, die Kunst am Bau in der DDR unter dem Generalnenner Propagandakunst der SED zu subsumieren.
Ab Mitte der 60er wurde in der DDR der Begriff Kunst am Bau weitergefasst und auf die Gestaltung des urbanen Raumes bezogen. In aufwendigen Verfahren wurden so Gestaltungskonzeptionen für Gebäudekomplexe, Wohngebiete und Arbeitsweltgestaltung entwickelt. Der Kunsthistoriker Peter Guth hat sie so charakterisiert: Sie griffen in die Lebenswelt der Menschen ein, ohne sie zu fragen. Mittels Kunst am Bau sollte die Botschaft vom glücklichen Menschen in einer neuen Gesellschaft vermittelt werden. Später ging es zunehmend um künstlerische Gestaltung von Neubaugebieten. Dabei berührten sich die Arbeitsfelder von Künstlern, Architekten und Landschaftsgestaltern durchaus, sodass nicht immer unbedingt zu erkennen war, wer was beigetragen hatte. Im Jahr 1971 wurde allerdings aus wirtschaftlichen Gründen die Summe, die freigegeben wurde, der prozentuale Anteil, auf 0,5% wieder reduziert. Und jetzt endlich der Sprung weiter in die 90er Jahre. Den größten Schub erlebte die Kunst am Bau nach der Wiedervereinigung. Die neue Hauptstadt Berlin brauchte neue Bundesbauten und darin Kunst am Bau in einem Maße wie nie zuvor. Es wurde nicht gekleckert, es wurde geklotzt. Statt 2 wurden für diese Dinge oder für diese Objekte sogar 3% der Bausumme ausgegeben. Es wurden in diesen 90er Jahren in Berlin rund 70 Millionen Mark für Kunst am Bau investiert. Zusammen mit den Kunstausstattungen privat errichteter Bauten, etwa am Potsdamer Platz, in den Trepptowers, in der Friedrichstraße, dürften es 100 Millionen Mark gewesen sein, die damals investiert wurden. Ich möchte Ihnen 2 Beispiele nennen. Und zwar kommt jetzt Hans Hake, vielleicht kennen Sie es noch. Das ist eine Installation, die heißt Der Bevölkerung im nördlichen Innenhof des Bundestages. Es gab damals eine sehr heftige Diskussion darum, die so weit ging, dass sogar im Bundestag darüber gestritten wurde und man sich dann am Ende, wie man sieht, mehrheitlich entschieden hat, sie doch zu realisieren. Das zweite Beispiel kommt von Franka Hörnschemeyer, befindet sich in einem der Höfe des Paul-Löbe-Hauses, also auch ein Bundesbau, und heißt Raumlabyrinth und ist aus Schalelementen errichtet. Anders als in Bonn und verteilt über die Bundesrepublik, konnte jetzt der Bund in Berlin zeigen, was er sich wirklich unter Kunst am Bau vorstellt, nämlich eine nationale Visitenkarte, die er auch auf der ganzen Welt sonst in öffentlichen Gebäuden vorführte, in Botschaften, nationalen Vertretungen, Konsulaten und Goethe-Instituten. Auf diese Art und Weise hat sich seit 1950 eine immense, quasi öffentliche Kunstsammlung zusammengetan. Über 110.000 Werke müssen sich daran befinden, man weiß es gar nicht so genau. Die Bundesrepublik ist also Besitzerin einer Kollektion, die alle Kunstströmungen, alle Ausdrucksformen, alle großen Namen der Nachkriegszeit also vereint. Ich nenne mal ein paar: Bernhard Heiliger, Ernst Wilhelm Ney, Henry Moore oder in jüngerer Zeit Gerhard Richter, Jochen Gerz, Günter Uecker, Katharina Sieverding. Seit 2014 versucht man, in einem Gesamtregister diese Kunstwerke zu erfassen. Das ist natürlich schier nicht möglich. Das ist ein großes Projekt. Erfasst werden auch Objekte, die sogar wiederum verkauft werden, zum Beispiel ehemalige Kasernen. Also man versucht da doch, den Stand zu finden. Ich möchte ganz kurz eine kleine Nebenbemerkung machen zu dieser Konstellation, wenn etwas verkauft wird. Also eine Kaserne, was passiert, wenn die Kunst frei fällt, der Besitzer wechselt. Das ist gar nicht so einfach oft, weil die neuen Nutzer manches Mal gar kein Interesse an der Kunst am Bau haben, wenn sie gar nicht mehr in das Gebäude passt. Das heißt, wenn sie der neuen Gestaltung im Wege steht, wenn ein neues Foyer zum Beispiel arrangiert werden soll. Der neue Besitzer kann darüber verfügen, wie er will. Der Künstler hat kein Recht mehr am Werk. Allerdings bemüht sich der Bund immer mal wieder darum, diese Werke herauszunehmen und wenn er meint, sie seien wichtig und schön genug, um sie einzulagern, um sie vielleicht irgendwann später mal einzusetzen. Doch sprechen wir von der Kunst am Bau, die weiterhin dem Staat gehört, um die er sich kümmert und kümmern muss. Diese riesige Sammlung ist nur quasi öffentlich. Viele Werke in den Ministerien und Behörden befinden sich in Bereichen, die der Öffentlichkeit eben nicht zugänglich sind und vom Publikumsverkehr geschützt sind sozusagen. Diese Werke können nur von den Mitarbeitern wahrgenommen werden. Ich möchte gerne ein Beispiel geben, und zwar von Fritz Balthaus. Diese Skulptur heißt Pure Moor und befindet sich im Garten des Bundeskriminalamtes in Treptow. Der Berliner Künstler spielt hier mit den, das sind gestapelte Bronzebarren, wie Sie vielleicht sehen können. Der Künstler spielt hier mit der vermutlichen Einschmelzung der in England gestohlenen Henry Moore-Skulptur Reclining Figure. Das passt ganz gut zu dem Ort, denn es ist der Amtssitz des Kriminalamtes, wo auch gegen Kunstdiebe ermittelt wird.
Also die humorvolle Note ist auch immer sehr beliebt. Ein weiteres Beispiel ist von Stefan Balkenhol. Das sind die Wetterfahnen auf dem Dach des Auswärtigen Amtes. Sie sehen hier vier scherenschnittartige Figuren, zwei Männer und zwei Frauen. Für Balkenhol typische Durchschnittsbürger, die über die Kante des Flachdaches hinausragen und sich im Winde drehen. Und ein drittes Beispiel haben wir hier, das ebenfalls nur in Ausnahmen besucht oder besichtigt werden kann, im Bendlerblock, dem zweiten Amtssitz des Verteidigungsministeriums. Das ist via Lewandowskis roter Teppich in der Säulenhalle. Mit jedem Stockwerk, dass man höher geht und von oben dann auf den roten Teppich runterschaut, wird deutlicher, dass Lewandowski eine Luftaufnahme des damals ausgebombten Quartiers zeigt und mittendrin den Bendlerblock. Auch wenn diese Werke für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich sind, lassen sie sich trotzdem in gewisser Hinsicht besuchen im Museum der 1000 Orte. Es wurde in diesem Sommer von der Bundesbauministerin eröffnet. Genauer gesagt, sie hat die Website freigeschaltet. Man muss also ehrlicherweise sagen, es ist nicht richtig besuchbar, sondern nur virtuell, dieses Museum. Und es sind auch nicht 1000 Orte bisher, sondern nur 60, in denen 120 Arbeiten bisher in der Datenbank verzeichnet sind. Das Projekt ist auf Jahre angelegt, so wie Kunst am Bau eben auch noch nicht, lange nicht vorbei ist. Kunst am Bau ist eine Selbstverpflichtung des Bundes und der Länder, die nicht flächendeckend für die Kommunen gilt. Einige Städte wie München und Dresden haben sich diese Verpflichtung trotzdem auferlegt und entsprechende Regelungen festgeschrieben. Wo diese Selbstverpflichtung freiwillig ist, kann sie natürlich auch immer wieder gerne zurückgenommen werden, wie zuletzt im bayerischen Bogenhausen, wo für die Kunst am Bau eine Summe von 160.000 Euro reserviert wurde für ein Kultur- und Bürgertreff in Oberföhring. Und dann kam es aber ganz anders. Der insgesamt 11,3 Millionen teure Bau konnte so nicht mehr bezahlt werden. Es sollte nur noch 102 Millionen kosten. Man hat angefangen, die Räume zu verkleinern und gesagt, wir streichen die Kunst am Bau ganz. Die Begründung des Referats war, beim Bürger- und Kulturtreff braucht man das jetzt nicht. Die Empörung war natürlich entsprechend groß. Die Entscheidung, welches Werk als Kunst am Bau gewählt wird, fällt meistens eine Jury im Rahmen eines Wettbewerbs. Für den Bund ist das verpflichtend, dieses Prozedere. Es gibt aber auch Ausnahmen. Und zwar bei zwei der bekanntesten Werke von Kunst am Bau des Bundes lief es anders, ohne Jury. Und jetzt kommt das erste Beispiel. Hier von Henry Moore, die Two Large Forms. Helmut Schmidt ließ sie einfach 1979 in Bonn vor dem Bundeskanzleramt aufstellen. Und da waren sie und waren natürlich immer sehr schön im Bild, wenn über Hauptstadtpolitik oder wenn über Bundespolitik berichtet wurde. Gerhard Schröder, machen wir das nächste Beispiel, hat es ihm gleich nachgemacht hier in Berlin. Er ließ vor dem Bundeskanzleramt Eduardo Schillidas Wellenkämmer aufstellen. So geht es eigentlich nicht bei der Auftragsvergabe. Es gibt eine Richtlinie für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes im Zuständigkeitsbereich der Finanzbauverwaltung, Abschnitt K7. Und wie geht das dann? Es gibt meistens bei den Großprojekten eine sogenannte Vorjury, die Künstlervorschläge einreicht und entscheidet, welche Künstler dann am Ende eingeladen werden. Diese eigens aufgeforderten, eingeladenen Künstler reichen dann Vorschläge ein, für die sie ein Honorar erhalten. Diese Vorschläge müssen sehr präzise sein. Das Geld ist also wirklich investiert, nicht nur für den Zeitaufwand, sondern diese Arbeiten oder diese Vorschläge müssen durch Architekten, Statiker, manchmal auch Materialexperten wirklich zu Ende entwickelt sein und entsprechend müssen diese Fachleute bezahlt werden, da Materialkosten, Aufbaukosten, Folgekosten, Aufwand für Pflege eben auch zu nennen ist und man genau die Situation im Raum berücksichtigen muss oder auch am Außenraum. Der Bundesverband Bildender Künstler, der auf seiner Website regelmäßig über Ausschreibungen informiert, plädiert eher für offene Wettbewerbe aus Gründen der Chancengleichheit, um möglichst vielen Künstlern Gelegenheit zur Teilnahme zu geben. Der Nachteil besteht darin, dass die Künstler eben für ihre Arbeit kein Geld erhalten. Architekten, die an einem Architekturwettbewerb teilnehmen, das ist ein ähnliches Prozedere, die haben häufig ein Büro im Rücken. Für Künstler ist es etwas anderes. Kann man drüber streiten.
Aber ich denke, in dem Fall ist es vielleicht besser, um überhaupt eine Chance zu haben, mitmachen zu können, seinen Entwurf einreichen zu können. Ganz kurz zu den Architekten. Ganz oft ist es gar nicht so einfach, mit ihnen zusammenzuarbeiten, nachträglich ihnen noch Kunst am Bau sozusagen zu überreichen. Also bekannte Künstler, Architekten vielmehr wie Norman Foster oder Stefan Braunfels sträuben sich sogar gegen solche Kunstangriffe, da sie glauben, ihr eigenes Werk würde dadurch beeinträchtigt. Ich nenne ein ganz bezeichnendes Beispiel: Norman Foster bei der Umgestaltung des Reichstages für den Bundestag hat sich die Graffitis russischer Soldaten, die er dort gefunden hat, vorgenommen und eigens gerahmt. Der Bund hatte sich das aber eigentlich anders gedacht. Er hatte einen russischen Künstler, also er hat von den 4 Alliierten jeweils einen Künstler eingeladen. Also in dem Fall wollten sie dann den russischen Künstler einladen, sich damit zu beschäftigen. Das erwies sich dann anschließend eben als überflüssig. Da waren ja die Rahmen von Herrn Foster drumherum. Der Künstler wurde wieder ausgeladen, Grisha Bruskin stattdessen eingeladen, um den Clubraum des Bundestages zu gestalten. An diesem Beispiel sieht man natürlich auch, wie berechtigt der Ruf der Künstler ist, sich bei diesen Projekten frühzeitig beteiligen zu können oder angefragt zu werden. Nochmal zurück zur Seite der Anbieter. Mancherorts gibt es die Variante, dass die Gelder für Kunst am Bau gepoolt werden, um unabhängiger zu sein von einzelnen Bauprojekten, um dann die Mittel gezielter einsetzen zu können. Dieses Prozedere gibt es in Österreich, aber zum Beispiel auch in Hamburg. Der Stadtstaat hat dort 1966 bereits seine Verordnung geändert, damit diese Mittel in einen zentralen Topf fließen, aus dem dann Projekte von einer Kunstkommission ausgesucht oder entwickelt werden und auch nicht ortsansässige Künstler sich beteiligen können. Ich möchte ein bisschen mehr auf München eingehen. Dort ist das eigentlich relativ vorbildlich, wie das gemacht wird. Dort wurde vor 15 Jahren das Projekt, Kunst am Bauprojekt Quivit aus der Taufe gehoben. Und auch dort geht man mit den Geldern anders um. Sie werden umgeleitet. Es gibt dort das Zwei-Säulen-Modell. Das heißt, die Gesamtkosten aller kommunalen Bauprojekte werden zusammenaddiert und davon 1,5% abgezwackt, die in einen Topf kommen. Auf diese Art und Weise kamen 2017 900.000 Euro zusammen. Diese Gelder werden dem Kultur- und Baureferat zugeteilt. Das Baureferat kümmert sich um bleibende Kunstwerke, wie zum Beispiel, nächstes Beispiel, die 52 Meter hohe Skulptur Mae West von Rita McBride. Mae West, vielleicht wissen Sie es, der Filmstar, der eben diese schöne Taille hatte. Das kann man hier sehen. Es ist eines der eindrucksvollsten und auch kontroversesten Beispiele für Kunst am Bau in München. Die Behörden und Medien haben es bekämpft zunächst und 6 Jahre später wurde es dann doch realisiert, 2009, und am Effnerplatz, einem eigentlich unscheinbaren Verkehrsknotenpunkt im Münchner Osten, aufgestellt. Das Kulturreferat in München kümmert sich um temporäre Projekte und Aktionen, so etwa vor 4 Jahren das Projekt von den skandinavischen Künstlern Elmgren und Dragset, die dieses Jahr auch die Istanbul-Biennale kuratiert haben. Unter dem Titel A Space Called Public, hoffentlich öffentlich, lud das Duo diverse Künstler ein, im Münchner Innenstadtbereich insgesamt 17 Projekte zu realisieren. Darunter, bitte ein Bild, auch jenen Rufer, der auf dem Odeonsplatz, dem Schauplatz vom Hitlerputsch 1923, jeden Tag um 12 Uhr erschien und durch ein Megafon die Worte verkündete, es ist nie zu spät, sich zu entschuldigen. An diesen Beispielen lässt sich übrigens auch gut erkennen, dass die Grenzen zwischen Kunst am Bau im öffentlichen Raum und Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum fließend sind. Das Verhältnis Kunst zum Bau hat sich in den letzten Jahren zunehmend gelockert. Von der einst baugebundenen klassischen Kunst, Relief, Malerei, Skulptur, gibt es einen Trend hin zur installativen Kunst. Neue Techniken haben Eingang gefunden, die mitunter ganze Fassaden überziehen. Die Arbeiten müssen auch nicht mehr zwingend auf Standort und Dauerhaftigkeit angelegt sein. Ich möchte da noch ein ganz klein bisschen in München bleiben. Dort wurde anlässlich des Umbaus des U-Bahnhofs Marienplatz zur Fußballweltmeisterschaft 2006 auf Wechselwerbeflächen, nochmal zeigen, von Johannes Muggenthaler, Eva Leithoff und anderen eigens für den Ort geschaffene Fotoserien gezeigt. Nochmal eins weiter, das ist dann von dem anderen Künstler, der Künstlerin vielmehr, genau. Es ist eine Form der Kunst im öffentlichen Raum, muss ich jetzt als Berlinerin sagen, die wir hier schon etwas länger auch kennen. Der Kunstverein Neue Gesellschaft für Bildende Kunst macht das unter dem Titel Kunst im Untergrund auch schon
eine ganze Weile in den U-Bahn-Linien. So, allerletztes Beispiel aus München, sozusagen für mobile Kunst am Bau, bei der sich die Beziehung zwischen dem Bau und der Kunst räumlich völlig abgelöst hat. Anlässlich eines Neubaus für die Münchner Abfallwirtschaft unterstützte Quivit eine stadtraumbezogene Arbeit des Künstlerduos Empfangshalle. Dabei fuhren die Mitarbeiter der Müllabfuhr mit einem Müllwagen in ihre Herkunftsländer, um dort Fotos zu machen, die dann in München an den Werbeflächen der Müllautos zu sehen waren, wie Sie sehen können. Ich komme noch mal ganz kurz auf die Jurys zurück. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Und ja, ein Beispiel ist die Bundeskunsthalle in Bonn, die 1992 fertiggestellt wurde. An der kann man ablesen, dass das Gießkannenprinzip die prinzipielle Vergabe von Geldern auch nicht immer richtig ist. Durch die ohnehin vorhandene Nähe zur Kunst bei einem Museum und um die Gelder nicht verfallen zu lassen, entschloss sich die Jury, für 1,5 Millionen einen Bilderzyklus von Gerhard Richter zu erwerben, der heute in einem eher selten genutzten Konferenzraum hängt. Das ist natürlich eine sehr unbefriedigende Lösung, würde ich sagen. Umgekehrt kann Kunst am Bau aber auch architektonische Probleme lösen helfen. Etwa mit einer Lichtinstallation von Gunnar Förster in einem unterirdischen Verbindungsgang zwischen Jakob-Kaiser-Haus und Bundestag, der den Parlamentariern einen schnellen Gang von einem Gebäude zum anderen ohne die strengen Sicherheitskontrollen ermöglichen soll. Kunst am Bau als Reparaturmaßnahme ist zwar wirklich nicht erfreulich, würde ich sagen, aber in dem Fall ist es eine gelungene Kunst am Bau und ich denke, warum nicht? Ich selber habe es auch erlebt, wie schwierig das manchmal sein kann beim Erweiterungsbau für das Bundesumweltministerium in Dessau. Dort sollte über Kunst am Bau für das große Foyer und den Außenbereich entschieden werden. Für das Foyer war bald eine Lösung gefunden, ein Vorschlag von Michael Salzdorfer mit dem Titel Sonne. Es handelt sich um ein Bronzerelief aus kreisförmig zusammengesetzten Honigwaben, die als Vorlage dienten. Schön passend. Jetzt ganz nebenbei, Salzdorfer ist mit seinen großen, ikonischen Werken einer der erfolgreichsten Künstler für Kunst am Bau. Ich möchte von ihm an der Stelle ein anderes Beispiel zeigen, nämlich das Außenthermometer an der Stirnseite des Langen Eugen in Bonn, dem ehemaligen Abgeordnetenhaus, in dem sich heute das UN-Klimasekretariat befindet. Man merkt, Jurys mögen starke bildhafte Bezüge zum Bau, eine inhaltliche Verbindung und eine kritische Auseinandersetzung. Das vielleicht so als Hinweis. Nochmal nach Dessau wieder zurück, wo der zweite Teil der Jury-Sitzung nicht so glücklich verlief. Die Vorschläge für den Außenbereich waren so enttäuschend, waren so wenig viel besser als als Gartengestaltung, dass wir am Ende uns entschlossen haben, keinen Gewinner zu benennen. Das ist auch keine gute Lösung, denn Wettbewerbe sind wirklich teuer und aufwendig für beide Seiten, Künstler wie Auslober. Ist dann mal eine positive Entscheidung gefallen, kann auch das nachträglich noch zu Konflikten führen. Monika Brandmeier erlebte das im westfälischen Arnsberg. Ihr dreiteiliges Werk für ein Gerichtsgebäude, eine blaue Tintenlinie, ein weißer Papierstapel, ein Schwebebalken fand bei der Jury zunächst sehr viel Zustimmung. Auch der Präsident des Gerichts war dabei und fand das ebenfalls gut. Nur im Nachhinein sagte er dann, er verstehe die Linie als Ironie gegen die Bürokratie. Ich würde sagen, er hat das sogar richtig verstanden. Es dauerte eine Weile, also, und er war dann auf einmal dagegen. So. Aber der Justizminister hat sich dann eingesetzt und den Entwurf durchgesetzt. Es gibt ihn heute. So, jetzt haben wir hier Isa Gensken in Leipzig. Die hat mich eine riesige Hose vor die neue Messehalle gestellt. Und noch ein zweiter, Klaas Oldenburg, hat auf die Einkaufsmall am Neumarkt in Köln eine Eistüte gesetzt. Eine Win-Win-Situation für Künstler, würde ich sagen, und Besitzer oder Betreiber der entsprechenden Immobilie. Noch ein zweiter, bitte. Da haben wir die Künstlergruppe Inges Idee, die sich aus 4 unabhängigen Künstlern zusammensetzt, die immer wieder für Kunst am Bau sich dann zusammenschließen. Das ist in Prahu, in der Nähe von Stralsund, die Marine Technikschule. Es macht den Nutzern oder sagen wir erst den Jurys Spaß, wenn es auch sehr humorvoll zugeht und den späteren Nutzern vor allen Dingen. Viele Künstler, also der Vorteil ist natürlich auch der, dass Kunst am Bau eine unvergleichliche Öffentlichkeit hat und vor allen Dingen keine Schließzeiten. Es kann natürlich trotzdem nachträglich immer noch zu Problemen kommen, wenn sich die Nutzer nicht so gut kümmern um die Kunst am Bau. Das heißt, wenn im Foyer irgendwelche Aufsteller mit Informationen davor gestellt werden oder Außenskulpturen einfach überwuchern oder korrodieren
Und wenn es Videokunst ist, dann kann es besonders traurig zugehen, wenn sie keiner wartet, dann funktioniert sie nicht mehr. Für private Bauherren, um als letztes darauf zu kommen, und jetzt möchte ich noch ein Bild haben, ist das sehr reizvoll, insbesondere in der Finanz- und Versicherungsbranche mit Geld, was nicht sichtbar ist. Deshalb materialisieren sie sich sozusagen auch in Kunst. Eines der bekanntesten Werke ist in München bei der Munich Re von Borowski, Jonathan Borowski, der Walking Man, 17 Meter hoch. Kommt in jeder Wirtschaftsnachricht, in jedem Quartalsbericht und ist eine super Werbung sozusagen für das Unternehmen. Das ist natürlich sehr für die sehr positiv. Nächstes Bild, der Walking Man, eine andere anthropomorphe Figur, nämlich hier in Berlin. Sie kennen es vielleicht von den Trap Towers von der Allianz AG. Und noch ein Beispiel, ebenfalls ziemlich gigantomanisch, in Berlin kürzlich eröffnet oder freigegeben von Olaf Nikolai, vor dem Neubau am Breitscheidplatz. Also kaum war das Ding fertig, standen schon die ersten davor und haben Selfies gemacht. Also insofern Werbeeffekte sondergleichen für das Motel One, das da drin sich befindet. An diesen Beispielen mögen Sie glauben, dass nur die Größe und die Wirkmächtigkeit von Kunst am Bau zählt. Ja, sie übernimmt repräsentative, dekorative Funktionen, zumindest wenn es vor den Gebäuden ist, an der Fassade oder im Foyer. Aber bitte lassen Sie sich nicht abschrecken. Es geht auch wirklich ein paar Nummern kleiner. In Kantinen, Fluren und Treppenhäusern, dort richtet sich die Kunst am Bau an die Mitarbeiter. Und dort wird dann eben nicht geklotzt, sondern eher gekleckert. Hier hat die Kunst aber auch noch viel, viel stärker eine identitätsstiftende Bedeutung für die Menschen, die hier arbeiten. Es muss nicht immer die Megalaterne, das Riesenthermometer oder die gigantische Rose sein. Künstler, die diese Aufforderung oder diese Herausforderung annehmen, denen kann ich nur gratulieren und sie ermutigen. Sie begeben sich vielleicht auf keinen leichten Weg, aber haben sie den Mut dazu und wenn es ihnen gelingt, einen Auftrag zu erhalten, dann haben sie mit ihrer Arbeit einen großen Schritt in die Öffentlichkeit getan. Den Künstlern, die in der Eukrea vereinigt sind, die von der Eukrea mit betreut werden, denen wünsche ich, dass sie diesen Schritt auch wagen. Vielen Dank.